kennt man dich? Schon viel aus Funk und Fernsehen. Also das heißt, eigentlich haben wir ein Celebrity jetzt hier. Doch, da, das bin ich. 1991. So haben wir gefilmt. Guck, wir haben hier einen Fernseher stehen als Monitor. Das waren doch die Zeiten, wo man, und hier ist unser Live-Schnittplatz. Ich habe ja sowas auch schon gemacht. Wann hat es bei dir mit der Musik eigentlich angefangen, ungefähr? Mein Papa ist Opernsänger, inzwischen schon lange in Rente, aber war in Nürnberg an städtischen Bühnen, also bin ich damit schon groß geworden. Meine Mutter hat öfter mal gesagt, ich verbrenne die Noten und zerhacke das Klavier, und dann bin ich aber ganz schnell gewesen und habe geübt, weil es hat mir schon Spaß gemacht. Und dann ging es mir aber ein bisschen ähnlich wie dir, wenn man dann auch so früh damit anfängt und auch damit aufwächst, dann ist es so eine normale Sache. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich das mal vielleicht beruflich machen könnte oder dass da mehr draus werden könnte. Ich habe in der Schule auch gesungen, ne? So war dann auch im Schulchor. Ich war auf der Maria-Watt-Schule, Institut für englische Fräulein. Also ich bin da sehr anständig aufgewachsen. Du, man sagt ja über dich in Fürth, wenn einer ausfällt aus der Band, ruft die Edda an, die springt ein. Tatsächlich mag ich das einfach. Also ich mag diese Vielseitigkeit. Ja? Also ich habe vor einer Zeit dann auch mir gedacht, ich müsste mich auf eine Sache konzentrieren. Ja? Mach mal eins und richtig virtuos und so anständig. Und dann habe ich festgestellt, ich bin keine Frau für ein Instrument. Ich habe in der Nürnberger Fußgängerzone pubertiert. Und da gab es eben auch schon die ganzen Straßenmusiker und Straßenkünstler, Zauberer und so weiter. Und ich finde es halt so spannend, weil es mich damals schon fasziniert hat. Und heute habe ich halt, es hat sich durchgezogen. Ich bin auf Märkten unterwegs, ich organisiere selber Märkte, Musik und. Und dann war ich mit La Rock sehr eng und sehr viel unterwegs. La Rock, Streetlife, Rudy Matzius, so diese ganze Schlasse. Was würdest du so beschreiben an dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, Musikerin, ich muss es weitermachen, das ist einfach mein Ding, gell? Ja, es war immer präsent. Aber es war jetzt nie die Idee, dass ich jetzt doch profimäßig wirklich Profimusikerin in dem Sinn werde. Wobei ich da immer, das finde ich immer ein gutes Thema, wenn ich dann gefragt werde, machst du das als Hobby? Ist das Hobby? Was ist ein Hobby? Also wenn ich etwas mit Leidenschaft mache und auch gut mache, auch Berufsmusiker, also viele Leute, die ein Instrument oder irgendwas studiert haben, die verdienen damit nicht ihre Brötchen. Also die sind auch keine Berufsmusiker, weil sie ihre Brötchen verdienen bei besagtem Musikhaus oder irgendwo anders oder geben Unterricht oder machen sonst irgendwas, verdienen auch nicht mit der Musik ihr Geld. Also was ist da der Unterschied? Ich mache sehr viel Musik. Und am nächsten dran war ich dann tatsächlich hier mit den 5-6 Tolen. Und da waren wir also kurz davor, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das Projekt, dass wir alle davon leben können. Also ich habe immer noch die Sachen daheim. Und habe auch ab und zu mal einen kleinen Auftritt mit diesen 50er-Jahre-Sachen. Also das war halt mit meinem damaligen Freund und musikalischen Partner. Der war so Indien-affin oder ist es immer noch, spielt auch Sitar, aber ansonsten Gitarre. Und da gab es halt dieses Projekt Saraswati Lounge. Und die CD ist eben so, wir haben es eben Progressive Trance genannt. Und es ist eben so eine Goa-Trance-inspirierte Kiste gewesen. Und wir haben hier, was haben wir hier? Pink Floyd, Saraswati Lounge, das heißt, ihr habt dann Pink Floyd gecovert. Hang waren die, ist eine Schweizer Produktion. Hang heißt auf Schweizerdeutsch Hand. Und die haben eben sowas entwickelt aus der Steel Drum. Und das war eben die Hang. Und die haben sie 2000 ungefähr in Rudolstadt auf dem Tanz- und Folk-Festival, da ist ein sehr großes, tolles Folk-Festival, Weltmusik-Festival,
Und da haben sie das Instrument auch vorgestellt. Damals dachte ich mir, ist das teuer, hat 400 € oder was es gekostet hat. Später sind sie dann für 4.000 € verkauft worden. Na ja, da hätte ich mal 10 Stück gekauft. Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich habe es einfach gesehen, fand es super faszinierend. Und 10 Jahre später, auf dem Bardentreffen tatsächlich dann wieder, ne, sehe ich an einem dieser Instrumentenstände, die so rasseln und so Kleinzeug haben, liegt plötzlich so eine Handpan. Also es ist, dieses Instrument heißt Handpan. Und da habe ich mir dann 2012 meine erste Handpan gekauft.